Hallo und herzlich willkommen zurück im Wäldchen. Ja, da sind wir wieder. Und ja, wie versprochen, ich habe Spielstand geladen. Ich gehe jetzt mal nicht schlafen. Ich hoffe, wir können jetzt hier runterklettern. Jetzt geht's, ja. Man darf offenbar nicht runterklettern, wenn man friert. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Bug ist, der reproduzierbar ist. Ob das jetzt öfter passiert, mein Stuhl kippelt. Oder ob nur wir diesmal dieses seltene Glück hatten. Ich weiß es nicht genau. Das größte Problem ist natürlich, wir müssen immer noch was essen und ich möchte nicht unbedingt hier am Bäumchen bleiben, denn wir kriegen hier kein Auge zu und wir müssen irgendwas finden, wo wir einfach mal in Ruhe nachdenken können über das da ist der Stock. Ich sehe nichts. So, machen wir ein bisschen Feuer an, damit die Eingeborenen uns auf jeden Fall sehen, wenn sie vorbeikommen. Ne, Lurchi! Du kleiner Lurchkopf! So. Und vor allen Dingen, ich frage mich, wenn die Eingeborenen in die Patrouille laufen und die sind ja so gut und so eine tollen Jäger und tralala, warum verständigen die sich mit diesen lauten Schreien? Das verstehe ich nicht. Weil ganz ehrlich, jeder, der einigermaßen bei Sinn ist oder 2 Minuten auf der Insel überlebt hat, wird das doch einschätzen können, so, oh, aha, sie sind in der Nähe, die schreien, dann gehe ich mal lieber weg. Also, renne, laufe, was auch immer. Das ist doch eigentlich total widersinnig, dass sie sich die ganze Nacht lang anschreien, wozu auch? Mit welchem Grund ist das da hinten? Nee, das ist, glaube ich, Mondlicht auf dem Wasser. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen mal wieder. Ich weiß es einfach nicht. Ich würde ja gerne probieren. Erstmal machen wir uns dann so ein kleines Lager. Ich würde trotzdem gerne probieren. Das habe ich ja schon angekündigt im letzten Endscreen. Bin ich mal gespannt übrigens, wie die Umfragen ausgeartet sind, also die Umfragen vor allen Dingen, wie es in den Kommentaren dann stand, ob wir jetzt einen Endscreen machen wollen, auch wieder öfter bei anderen Spielen oder nicht. Weil ich persönlich mag die ja schon sehr gerne, sind zwar aufwendig und manchmal nervt es ein bisschen, wenn man irgendwie kurz vor knapp, oh Mann, oh scheiße, oh, ich habe einen Endscreen, oh, und dann sitzt aber einen halben Tag dran oder mal einen ganzen Tag, kann auch passieren, je nachdem, wie viel Bildmaterial es gibt. Manchmal muss man auch komplett alles selber irgendwie hinbiegen. Jo, die Frage ist, wo werden wir uns häuslich niederlassen? Ich finde hier am Ufer des Schiel, so heißt der Fluss. Das ist die Rhön. Hier fließt die Rhön, da ist es schön, da lassen wir uns nieder. Da kann man mal hingehen. Es wäre furchtbar gerade eben. Keine Ahnung. So, wollen wir uns hier am Flüssigen niederlassen? Ist natürlich nur behelfsmäßig. Ich kann das Feuerzeug auch wieder wegpacken, wir sehen ja eh noch was. Wir sind ja nicht mehr im Wald. Ich glaube, hier sind wir wirklich am Arsch der Welt. Ich dachte gerade, da laufen Eingeborene rum. Huch, was war das denn? Die Maus hat sich gerade verselbstständigt. Also nicht die Maus, sondern der Blick hat sich gerade verselbstständigt. Das Problem ist nur, trocken ist es hier nicht. Das ist wieder ein Vogel, Alter. Ich sehe hier überall nur noch Eingeborene, nicht Außerirdische. Was ist schon wieder los? Kann ich mir hier nicht ein Hausboot bauen? Ich meine, klar, das wird natürlich dauern, bis wir hier hinkommen, aber hier wäre es doch eigentlich perfekt, oder? Da hinten haben wir... Ach, hier sind wir. Fische haben wir hier auch, ne? Oder? Da ist ein Stein. Da drüben ist ein Eingeborenendorf. Da hinten ungefähr müsste es sein, wo wir immer unsere schöne Hütte mit Aussicht bauen. Die schöne Hütte mit Aussicht. Nein. Ich hab's doch gesehen, Freunde, mit eurer 10.000 Volt Taschenlampe. Blubbeli blub. Blubbeli blub. Weißt du was? Ich schwimme jetzt dahin. Ich hoffe, wir werden es überleben, weil da laufen jetzt natürlich auch die ganze Zeit Eingeborene rum. Ich hoffe, wir werden uns durchschlagen können zu dem Ort, wo wir sonst immer das schöne Haus gebaut haben. Das war echt. Das schöne Haus war schön. Es war ein schönes Haus von Schönigkeit, dass ich, da kann man auf jeden Fall wieder ein Hütchen bauen, das wäre mir natürlich ganz recht. Mist, ich kann leider gerade nicht schnell schwimmen, weil wir natürlich wieder nichts zu beißen im Bauch haben, beziehungsweise keine Ausdauer, weil wir ja Schlaffi Mac Schlaffmann spielen. Hallo Freunde, ich bin's wieder, Schlaffi Mac Schlaffmann und, willkommen im Wäldchen. So, da drüben sind sie wieder mit ihrer 9000 Volt Taschenlampe. Alter, was der für einen Strahl hat. Das müssen Leuchtdioden sein. Puh, der muss eine Autobatterie mit sich rumtragen. Oder so eine Kurbelbatterie, so ein Bundeswehrrucksack oder sowas.
wie der schwimmt, Alter. Wie so ein Horst. Wer schwimmt denn so? Der sitzt im Wasser und versucht nach vorne zu kommen und paddelt. Wer sitzt denn im Wasser beim Schwimmen? Alter, das gibt's gar nicht. Ja, naja. Ich bin froh, dass wir überhaupt vorwärts kommen. Ich wage mich hier mal an Land. Ob das eine gute Idee ist, kann ich momentan noch nicht sagen. Da läuft ein Kannibale. Der ist ins Wasser gelaufen. Warum das? Weil der uns gesehen... Was macht denn der? Der Kannibale läuft erstmal ins Wasser und sitzt am Grund des Bodens, weil es normales Kannibalenverhalten ist. Natürlich. Wer kennt es nicht? Die Seegrundsitzkannibalen. Deswegen kämpfe ich doch für Greenpeace, damit die hier alle erhalten bleiben. Deswegen baue ich doch hier Autobahnen hin, damit die medizinische Versorgung genießen können. Da, guck mal. Der seltene Seegrundsitzkannibale. Dort läuft er wieder. Durchs Wasser natürlich, um kurz zu atmen. Fressen die sich nicht gegenseitig? Und sitzt auf dem Seegrund? Ja, da sitzt er wieder auf dem Seegrund. Der seltene Seegrundsitzkannibale. Schön, dass man die hier noch zu Gesicht bekommt. Die sind eigentlich, gelten jetzt ausgestorben, aber zum Glück, bei Forest wurden die wieder integriert. Ich esse erstmal einen feuchten Müsli-Riegel, ist eine tolle Idee. So. Jetzt haben wir keine Müsli-Riegel mehr. Da haben wir wieder einen Seegrundsitzkannibalen. Hier sind Dinge im Wasser. Pollen. Zwei Kannibalen. Wieso essen die sich nicht gegenseitig? Ich habe keine Ahnung. Ich renne hier extra, um einem Plingploing zu entgehen. Bin noch ganz ruhig und konzentriert gerade. Und ich weiß, es ist gerade sehr dunkel, aber Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen ja, wo es hier lang geht und wo wir hinkommen. Wo wir hier hinkommen. So. Und da sind wir auch schon. Wir sind am Ziel unserer Träume angelangt. Hier wollten wir schon immer mal sein. Hier haben wir noch nie was gebaut. Na nü? Das ist jetzt aber anders. Hier kam man sonst immer noch ein Stück weit lang. Aha. Interesting. Da kommen jetzt aber keine Eingeborenen mehr lang, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich halte es für gefährlich, hier zu schlafen. Das heißt, schlafen geht vielleicht noch, aber ein Lagerfeuer würde ich hier, glaube ich, eher nicht bauen. Ich baue mir mal... Was? So, ich drehe das mal gerade. Das wird nichts. Ich hoffe, das wird reichen. Nein, das braucht ja Baumstämme. Verdammte Scheiße. Stimmt ja. Wir müssen uns also erstmal wieder Baumstämme holen. Aber vorher würde ich sagen, bauen wir uns da nochmal was Schönes hin. Und zwar... ein kleines... Na toll, jetzt sehe ich hier wieder nichts. So, Äste und Steine, dann können wir erstmal zumindest ein Lurch auf den Grill schmeißen, dann können wir wieder mal ein bisschen was verknusen. Ich hoffe, wir werden hier in Ruhe gelassen erstmal. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass das so sein wird. Ich erinnere mich noch dran, als wir hier bauen wollten, oh, hier sind wir total sicher, und dann kam die einfach diese Klippe hoch. Weißt du, hier hinten diese super steile Klippe, und dann latschen die da einfach hoch. Wie die Bergsteiger aus dem Meer kamen die da hoch. Das Schöne ist, wir haben da vorne ja irgendwo Haie. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob die Haie sich auch um Eingeborene kümmern. Das wäre echt mal interessant, das zu sehen. Kannibalen kämpfen ja gegen Eingeborene, beziehungsweise umgekehrt. Aber gegen Haie weiß ich nicht. Das würde ich echt gerne mal sehen. Ob die Haie sich da auch ein bisschen was reinsnacken. Wow, hier gibt es so viele Zweige. Puh.
alle lieben tote Kaninchen. Kaninchen, wenn sie tot sind, schmecken am besten, denn dann zappeln sie nicht im Mund herum. Darum esse ich Kaninchen am liebsten, wenn sie tot sind. Tote Kaninchen, alle Kinder lieben tote Kaninchen. Wenn ihr später Geburtstag habt, dann schenkt eurem Kind doch einfach ein totes Kaninchen. Die schmecken einfach am besten. Natürlich schon mit abgezogener Haut, ist doch klar. Alles andere wäre ja barbarisch. So, barbarisch erinnert mich immer an Barbara Salisch, das hört sich an wie eine Abkürzung. Die wird wahrscheinlich von ihren Freunden immer so genannt. Ey, barbarisch, komm ran, trinkst ein Bier. So. Jetzt, wow, jetzt dreht er da durch. Wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen was Schönes, Ausdauerliches. Laufen kann ich jetzt auch nicht mehr. Wenn man läuft und verliert seine Ausdauer, kann man noch weiterlaufen. Aber wenn man das Laufen stoppt und dann versucht weiterzulaufen, dann geht's nicht. So, jetzt müssen wir bei den Bundesjugendspielen. Du bist schon völlig erschöpft, bist eigentlich schon tot, klinisch. Aber läufst einfach nur weiter, weil deine Beine sowieso schon in Schwungmasse haben. Und dann läufst du noch durch und erst im Ziel kippst du tot um. Das ist normal. So. Keine Bundesjugendspiele ohne mehrere Tote. Das wäre sonst langweilig. Wo ist denn sonst die Herausforderung? Nein, es fehlen zwei Steine und es wird wieder hell. Aber egal, wir bauen ja nur ein Lagerfeuer. Ah, sieht mal so schön aus hier. Da kann ich unser kleines Lager da hinten eigentlich auch mal grob vernachlässigen. Dann bauen wir uns lieber hier gleich eine Hütte, oder? Ich weiß, ich wollte natürlich eine Dschungeldingens bauen. Das mache ich aber dann. Erstmal bauen wir uns ein kleines Lager, bevor wir jetzt groß auf die Kacke hauen. Und dann gehen wir zu den Eingeborenen. Und zwar da drüben hin. Da so. Verstehst du? Da so. Da, wo die ihr Hauptdorf haben. Ich weiß nicht, ob da jetzt mehr los ist nach den ganzen Updates. Das kann ich nicht sagen. Und ich habe auch noch keine Rehe gesehen. Fällt mir gerade ein. So, ich grill mir erstmal einen Lurch. Ah, das Beste. Ein Frühstückslurch ist die beste Mahlzeit des Tages. Oh, geil. Erstmal früh morgens 6 Uhr aufstehen, erstmal vor der Arbeit schön einen Lurch reinzwitschern, das ist toll. Ach ja. Ich finde eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt, momentan sind ja bei Weihnachtsmärkte, wieso gibt es keine kandierte Lurche? Es gibt kandierte Äpfel, es gibt kandierte Bananen oder Schokobananen. Warum gibt es denn keine kandierten Lurche? Das wäre auch toll. Das ist einfach eine Marktlücke. Ich finde, das sollte jemand dringend erfinden. Zum Beispiel du. Das ist voll die Geschäftsidee. Zukunftsweisend. Guck mal, Zukunft. Ich weise auf die Zukunft. Zukunft. Du bist die Zukunft. So. Ist ja nicht mal gelogen. Man könnte ja sagen, der schleimt voll rum, aber ist ja nicht mehr gelogen. Du bist ja wirklich die Zukunft. Und das gilt für jeden, der sich gerade angesprochen fühlt. Die anderen ja nicht so. Doch, auch. Ob man es wahrhaben will oder nicht, jeder ist die Zukunft, weil wir sind alle Teil davon. Zum Glück. Und ich hoffe, wir werden es auch alle möglichst lange bleiben. So, die Frage ist, wie rum will man denn hier? Ich hatte letztes Mal, ich glaube, das mache ich diesmal auch, ne? Letztes Mal hatte ich das, glaube ich, so rum. Ach ja, das kann man jetzt so machen. Das finde ich auch ziemlich geil. Ist vor allen Dingen ziemlich geil für im Wald. Weißt du, so eine, wenn du so eine Hütte machst oder sowas, so eine Plattform. Erstmal machen wir hier so mit Aussicht. Nein, mein Haus, nein! Ach, guck mal, das ist jetzt hier abgesenkt. Du abgesenkte Sau. Ist eigentlich auch geil. Das Problem ist nur, wir müssen natürlich auch vorne reingehen irgendwie. Oder können wir da vielleicht so eine Platte dran bauen? Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal aus. Wir können das hier wieder abreißen, ne? Loks! Nein, ich übertreibe niemals. Toll, dass ich hier gegen die Sonne überhaupt nichts sehen kann. Da muss ich meine Augen gleich doppelt anstrengen. Sowas hier? Ich sehe nicht mal ansatzweise, wie das hier... Okay, das ist vielleicht ein bisschen sehr hoch. Huch! Continue! C. Okay, vielleicht dann hier erstmal ein... Vielleicht kann man diese Plattform aber auch nur bauen, wenn man da schon ein Haus hat. Ich weiß es nicht. Das würde mich echt mal interessieren. Das müssten wir ausprobieren, aber dann vielleicht nicht unbedingt jetzt mit dem ersten Häuschen hier. Das baue ich jetzt einfach mal hier hin, ne?
Haben wir dann Platz? Ja, guck mal, dann können wir hier schon rumgehen, lalala, haben wir da. Hier ist auch die Küste nicht mehr ganz so steil und hier leuchtet wirklich alles rum. Was da unten im Meer ist, weiß ich nicht, aber wir kommen auch jederzeit wieder raus aus dem Meer und ich hoffe mal, da laufen keine Eingeborenen dran herum. Die Insel scheint auch näher zu sein da hinten, die war früher nicht so nah dran, wie es jetzt ist. Und wir versuchen mal hier ein kleines Häuserli zu bauen, das wäre natürlich ganz traumhaft, wenn wir das hinkriegen würden. Jo, du Baum, du musst weichen für die Reichen. So, reich sind wir natürlich nicht, aber wir haben eine Axt, 100 Loks braucht das Ding trotzdem, ich weiß gar nicht warum. Beziehungsweise es müssten 93 sein, weil unser kleines Häusli braucht ja 7 Loks. Ich glaube, das kostet jetzt mehr Loks, dieses komische Hüttchen da vorne. Das hat vorher, glaube ich, nur 80 gekostet oder so. Keine Ahnung, warum man da ein bisschen Balancing gemacht hat. Ich müsste auch wieder Lockholder machen, ne? Letztes Mal habe ich da mit Lockholdern gearbeitet, das hat sich eigentlich ziemlich rentiert. Und wir collecten jetzt dauernd Tree Soap, sehe ich gerade. Tree Sap müsste es eigentlich heißen. Habe ich mich verlesen oder stand das da falsch? Ich glaube, ich habe mich verlesen. Jedenfalls, Sap, da steht Sap. Ich habe mich verlesen. Das ist Baumharz. Ich weiß noch nicht genau, wozu es gut ist. Was, wann beziehen Bäume denn Harz? Mindestens einer muss das fragen. Mindestens einer muss das fragen und auch ernst meinen. So. Es wird irgendwann so weit kommen, dass Kinder nicht mehr wissen, was Baumharz ist oder das selber auch noch nie gesehen haben. Was ganz fürchterlich ist eigentlich. So, der verabschiedet sich hier gerade. Das will ich zu vermeiden wissen. So, die liegen hier da hinten auch. Alter, das ist ja unfassbar. Ich werde hier trotzdem mal ein bisschen rumschlagen. Werde hier mal alle Bäume entfernen. In der Hoffnung, dass die irgendwann wiederkommen. Einfach nach einem Safe-Game, so wie sonst immer. Und dann würde ich sagen, wir bauen uns mal einen kleinen Lockholder und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Das kann ich natürlich auch noch nicht sagen. Nein, du fällst so rum. Heilige Scheiße. Da muss doch einer von erschlagen werden. So, Stickholder hätte ich eigentlich auch gerne. Würde ich mir auch gerne bauen. Hey! Freund, na? Rat mal, wer gleich in der Luft hängen bleibt. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, die knutschen ja an den Bäumen rum, aber die gehen auch nicht wieder. Oh. Das ist mir unangenehm, das wollte ich gar nicht. Ich habe gehofft, der Baum fällt um und der Lurch bleibt in der Luft. Ein luftiger Lurch. So, da fliegt doch bestimmt gleich was ins Wasser. Bleibt liegen. So haben wir nicht gewettet. Ich werde sie beide retten und hier oben ablegen. Hui, so. Holla die Weltfee. Und ich würde sagen, ach, es sieht das schön aus hier. Und ich würde sagen, hier hatten wir doch letztes Mal irgendwie, ne, da. Das sieht anders aus als. Strange. Diese Steine sehen so strange aus. Das sieht hier aber auch anders aus als damals. Die haben das irgendwie verbreitert hier alles, ne? Da war so ein schmaler Abstieg, da konnte man super bauen. Und jetzt ist hier irgendwie alles verbreitert. Verbreitert. Wo baue ich denn dann mal den Wall hin? So, hier hatte ich auf jeden Fall die Lockholder. Da können wir uns mal überlegen. Ich schaue mal ganz kurz zu Rage. Das ist der Sled, das ist der Lockholder. Diese Sleds finde ich irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Die sind zwar, mögen recht praktisch sein, aber ja. Ne, die hatte ich nicht hier, ne? Die hatte ich da oben, glaube ich sogar. Damit ich nicht so weit laufen muss, hatte ich die hier oben hingesetzt. Ich glaube, hier setze ich die auch diesmal wieder hin. So. Ein Lockholder. Eye of the Lockholder. Noch ein Lockholder. Weil wir wollen ja eine Holding gründen. Ein Lockholding. Es wird nicht witziger, übrigens. Ich wollte nur mal vorwarnen. So. Den mache ich dann mal hier hin.
So. Okay, dann können wir nicht da. Mit C, ich kann ihn nicht mit C abbrechen. Ich muss Escape drücken. Das ist inkonsequent. So, wenn ich jetzt einen Sticky sammle. Wenn ich jetzt einen Sticky aktiviere und dann einen sammle, das geht nicht. Okay, ich dachte, vielleicht geht das noch. Nein, es geht nicht mehr. Schade, ich dachte, ich kann wieder schummeln. Aber offenbar wurde das gefixt. Alles gefixt, kein Problem. So. Ich freue mich schon wieder drauf. Momentan ist ja erstmal wieder vorgeplänkelt, wir wissen es ja auch. Und wir wissen auch alle, man muss nach den Updates meistens wieder einen neuen Spielstand, nicht meistens, ab und zu mal einen neuen Spielstand anfangen. Deswegen haben wir auch wieder neu angefangen, also nicht wundern. Wir sind jetzt dritte Folge jetzt schon, ne? Nach dem Nachgeplänkel sozusagen. So, lalalalalalala. Sticky Stickmann, Sticky Stickmann. Sticky 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 Stickmann. La da 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 da. Ich habe ja so ein komisches Geräusch gehört, was aber, glaube ich, von den Tieren gemacht wird, nicht von Eingeborenen. Wo ich mich früher mal gefragt habe, hä? So, die anderen Bäumchen lasse ich nochmal stehen, genau, weil ich habe nämlich die Taschen schon wieder voll und der ist schon wieder die ganze Zeit am Schnaufen. Wir werden auf jeden Fall nicht Olympia gewinnen mit unserem Teilnehmer hier. Das ist wahrscheinlich heißt der Protagonist hier Sebastiano Castellanos und kann irgendwie nur 10 Meter weit laufen. So, wir sind wieder völlig außer Puste, aber ganz ehrlich, wir haben hier wenigstens ein paar Bäume gefällt. Sebastiano hätte den Baum angeguckt und wäre schon erschöpft zusammengebrochen. Oh, boah, erstmal ausruhen. Der alte Hobbyflegmat. Ja, so sticktechnisch hier gut, ne? Boah, hab was im Auge. Ich glaube dich. So, jetzt hört's aber auf mit den Anzüglichkeiten. Ich beobachte dich. Die wenigsten wissen es, ja, aber so ein Video auf YouTube ist ja, dank einer neuen Technologie, ist die ja zweigleisig. Das heißt, nicht nur du guckst dieses Video, sondern dieses Video guckt in der Zeit auch dich. Also ich kann genau sehen, was du... Hör auf. Du wusstest, dass ich das sagen werde, ich weiß es. Ja, habe ich gesehen. So, aber natürlich, wir dürfen das nicht sagen. Das vertreibt man... Das unterschreibt man natürlich beim YouTube-Partnervertrag, dass man darüber nicht sprechen darf. Deswegen, ich bitte euch, das nicht weiter zu sagen, dass ich dieses streng gehütete Geheimnis verraten habe. So, sonst kommt die YouTube-Polizei und verhaftet mich. Auch das ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Ah, mit C. Mit C. Ich muss mich wieder erinnern. Erinnere dich! Ich brauche dringend Ausdauer. Das geht jetzt irgendwie praktischer. Die Abfrage ist genauer geworden. Finde ich super. Also ich glaube, aus dem Spiel wird nochmal was. Warten wir mal ab. Bin mal gespannt. Vor allem bin ich mal gespannt, welche Richtung das geht. Ich glaube, die Richtung ist ja inzwischen... Ich meine, allein dadurch, dass es Multiplayer gibt, ist die Richtung ja inzwischen schon komplett anders, als sie ursprünglich sein sollte. Ursprünglich sollte das einfach nur mal so ein kleiner Survival-Titel mit ein bisschen Crafting sein. Wenn man stirbt, ist man tot und fertig. So war das ja eigentlich konzipiert von den Programmierern. Achso. Und ich glaube inzwischen, ja, mit Multiplayer, mit dem ganzen Krams und tatsächlich, aber muss man sagen, die Entwickler von Faust sind schon geiles Volk. Weil die hören extremst auf die Spieler und richten sich halt auch nach deren Wünschen, so es denn hier mit reinpasst quasi. Es ist natürlich alles noch Alpha, es wird wahrscheinlich noch jahrelang Alpha bleiben. Ich glaube, Forest wird ein ewiges Alpha-Spielchen bleiben, bis man sich mal irgendwann sagt, okay, das sind unsere Milestones, die wir schaffen wollen und dann erst packen wir es, na, da muss ja erstmal die Beta kommen, Freunde. Wir sind noch nicht mal in der Beta hier mit Forest. Das heißt, wir haben eigentlich noch einen sehr langen Weg vor... Dankeschön. Wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. Und ich bin gespannt, welcher Weg das wohl sein wird. So, den nehme ich auch noch mit. Lalalalalalalalala. Ich bin die ganze Zeit weihnachtlich drauf. Ich weiß gar nicht warum. Das Schöne ist, hier hinten werden wir echt gar nicht gestört von Eingeborenen. Das finde ich ganz gut. Das heißt, wir können hier erstmal so ein bisschen vorplänkeln. Bis die natürlich rauskriegen, dass wir hier sind. Und das Problem ist aber, wenn wir hier gesehen werden, dann holen die natürlich ihre Sippe. Das heißt, das spricht sich dann rum bei den Eingeborenen, dass wir hier sind. Wenn die uns hier erstmal sehen. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Dann können wir hier noch einigermaßen überleben. So, kann ich den eigentlich fällen oder macht er dann wieder... Nee, da macht er da sein komisches Streicheln. Naja, kacke.
Ich habe gehofft, wir kriegen es noch hin, aber leider. So, dann sammle ich hier mal Zweige und wie gesagt, wir dürfen nicht gesehen werden. Das Problem ist nur hier vorne, das weiß ich zufällig, aus dem Liebesström. Hier vorne laufen immer Patrouillen rum. Also nicht immer, ich habe es erst einmal erlebt. Wir haben das dann natürlich vorher auch schon gehabt, aber dann waren die irgendwie weg, die Patrouillen. Jetzt sind die aber wieder da. So, wir haben genug Zweige. Ich weiß noch, als wir uns hier irgendwo in die Nische so ein kleines Lager gebaut haben, bevor wir da die Küste gefunden haben, das war schon toll. Weißt du noch damals? Boah. Damals, als ich noch nicht LW geworden bin. Geil, das waren die Zeiten, Alter. Das waren die Zeiten. Boah. So, jedenfalls jetzt momentan. Huch. Aber die Vögel sind auch noch nicht schlauer, ne? Diese alten Drüsenviecher, die fliegen haben immer noch so ein bisschen immer quer durchs Auge. So, C. Beide voll, ne? Genau. So, wie gesagt, wir machen natürlich erstmal Loks für unser Häuschen da vorne. 100 Loks brauchen wir noch. Das heißt, das ist nicht ganz so wenig. Wir werden da noch ein paar Mal hin und her huschen müssen. Und jetzt muss ich noch irgendwie ein paar Stickies finden, bevor wir dann zurückgehen und uns mal eine Suppe auf den Grill schmeißen. Dann können wir nämlich noch was essen und dann können wir wieder ein paar Bäume fällen. Dann können wir wieder ein paar Loks da reinballern und von mir aus auch noch ein paar Lokholder erstellen. Das ist mir Wurst, die Wurst. So. Ah, schön viele Stickies. Und erstaunlich wenig Eingeborene. Die hängen wahrscheinlich jetzt alle an diesem heiligen Baum rum, wo wir neulich noch dieses Häuschen gebaut haben, das große. Und ja. Und wir hängen ja die ganze Zeit in der Sicherheit rum, in der Nähe ihrer Hauptstadt. Das wird die bestimmt freuen. So, ich würde gerne laufen, aber ich muss dringend was essen, und ich würde gerne mal den Meat Dryer probieren übrigens, den wir bauen können. So, das würde ich gerne mal ausprobieren. Kann ich hier, hallo? E? Achso, wir haben gar keine Baumstämme dabei, ich Vollidiot. Egal. Jetzt wollte ich ja Baumstämme reintun, obwohl ich gar keine dabei habe. Nur aus der Gewohnheit heraus, die werde ich nochmal ganz schnell verlagern. Da vorne sehe ich auch noch was Blitzchen und Blinken. Die müssen eigentlich auch noch alle rein. Aber ich nehme erstmal nur die beiden da. BZW, die anderen beiden lasse ich liegen. So. Abfrage ist jetzt super. Vorher war es immer ein bisschen ungenau, wenn man vor allen Dingen die übereinander gebastelt hat. Aber die ist jetzt echt super. Das heißt, also man muss einfach sagen, die Entwickler, das ist ein kleines Team. Und die legen... Au, au, au. Schon wieder Auge am Jucken? So. Entschuldigung. Ey, die legen aber echt immer nach und die sind immer am Updaten. Und es gibt natürlich einige Leute, die fluchen über Forest. Mir passiert ja nichts. Aber wenn ich das mal schon mal mit Cube World vergleiche, wo ja nur wirklich gar nichts passiert seit 1000 Jahren. Deswegen haben wir das Let's Play ja auch nie weitergemacht, weil es gab nie nennenswerte Updates. Bis heute nicht. Dieses Quest-Update war ein Witz. Das war einfach an Lächerlichkeit gar nicht zu überbieten. Huch, da sitzt ein Vogel. Ein Vogel sitzt im Lüftelein. Was ist das überhaupt für ein... Huch, was ist das überhaupt für ein komisches Meer? Wenn ich hier hinscheiße, dann nenne ich es Côte d'Azur. Das gefällt mir ganz gut. Voll das abgeschnittene Meer, ganz komisch. Wer macht denn sowas? Gott, warst du das wieder? So. Kann ich denn eaten? Jetzt kann ich eaten, okay. So, geeatet haben wir auch. Das heißt, jetzt warte ich nur ganz kurz, bis die Ausdauer wieder vollläuft. Und dann... So, noch kurz an der Nase kratzen. Das gehört dazu. Das stand in meiner Jobausschreibung. Deswegen muss ich mich mindestens einmal in der Aufnahme irgendwo kratzen. Das gehört zu meiner Charakteristik. Weißt du, jeder YouTuber braucht mal so seine Outstanding Performance oder sein besonderes Etwas oder sein Hallo sagen, seinen besonderen Hallo-Spruch oder seine besonderen Begrüßung oder Verabschiedung. Und mal alles, worauf ich komme, alles, was mein Profil ausmacht, ist sich einmal pro Aufnahme zu kratzen. Einmal pro Folge irgendwo kratzen. Damit man gleich sieht, mit wie man es zu tun hat. Meine Freunde nennen mich Krätze. So, hier ist so ein Lurch, ne? Kann ich da nicht einfach... Nö. Ich dachte, ich kann ihn zerquetschen. Ah, Besuch. Okay, wir nutzen die Gelegenheit. Flups.
Wenn da Eingeborene rumschwadronieren, dann würde ich sagen, wir bauen unsere Hütte erstmal ein bisschen weiter. Da müssen wir nicht allzu weit ins Landesinnere. Jetzt müssen wir natürlich immer ein bisschen rumlaufen. Wir können etappenmäßig, könnten wir hier noch Lockholder hinmachen, aber das wird mir zu doof mit den Stickies. Wenn man die cheaten könnte, würde ich es natürlich nicht machen. Nein, das wäre mir dann... Ich habe immer Angst, wenn wir durch die Luft segeln, habe ich immer Angst, dass wir gleich sterben. Wieso fängt es immer an zu regnen, wenn Eingeborene kommen? Was war das denn? Wenn Eingeborene kommen. Eigentlich sollte ich den ganzen Tag über Bäume schlagen und nachts die Loks dahin transportieren. Das wäre wesentlich sinnvoller. Das Problem ist nur, ich habe ein bisschen Bammel davor, dass nachts die Eingeborenen rumschleichen, verstehst du? Dass sie dann hier viel aktiver sind und viel mehr alles absuchen und rumrennen. Was, glaube ich, tatsächlich auch so ist. So, noch mehr Lockholder baue ich da aber auch nicht hin. Ich glaube, das sollte reichen, weil wir verbrauchen nur noch mehr Stickies. Ich weiß, die sind unendlich, aber das kostet Zeit und die müssen wir nicht unbedingt vertrödeln lassen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Momentan haben die noch kein Licht ein. Die werden aber da vorne sein oder da oben irgendwo. Wenn du die gerade gehört hast. Ich weiß es gar nicht. Hast du die gerade gehört? Ja, ne? Oder? So. Alter, das wird noch 1000 Jahre dauern, bis wir das fertig haben. Aber naja, es ist ja eine dankenswerte, lohnenswerte Aufgabe. Das war alles mal einfacher. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad wurde doch ein bisschen angezogen. Nicht mal, doch, der Schwierigkeitsgrad auch. Also gegen Eingeborene kämpfen auf der einen Seite, weil die haben jetzt echt große Patrouillen, die wirklich gefährlich geworden sind. Und auf der anderen Seite... Hey, mein Markenzeichen. Auf der anderen Seite, M&Ms. Auf der anderen Seite, was wollte ich sagen und nicht lügen, auf der anderen Seite dauern die Bauwerke scheinbar auch länger. Ich meine, so eine Baumhütte kostet 32, klar, das geht. Aber jetzt so ein Häuschen hier hinzubauen, das ist schon exorbitant. Also, über 90 Loks finde ich schon sehr happig, muss ich sagen. Da wäre es schon einfacher gewesen, wenn wir uns jetzt wirklich selber eine Behausung dahin gebaut hätten. Das war schon wesentlich einfacher, mit 6 Loks einfach mal eine Wand ziehen, fertig. Da hast du selbst mit 60 Loks hast du 10 Wände. Oh, cool. Und mich durcht, wir hätten erstmal unser Lagerplatz fertig machen sollen, vielleicht. Wir haben nur noch 3 Loks. Weißt du was, ich mache erstmal unser Lagerplätzchen da hinten. Das hätte ich vielleicht direkt zuerst machen sollen. Ich Vollidiot. Egal. Das Problem ist, dass wir hier nachts niemals lang finden werden. Voll gefährlich. Oh. Da kann man also durchgucken, das ist ja ein Traum. Müssen wir eh kaputt schlagen. So, Low Energy. Natürlich Low Energy. Wir können natürlich eine Dose was trinken. Vielleicht ist das gar keine so schlechte Idee. Aber nee, obwohl das lohnt sich jetzt auch nicht mehr für den Rest des Tages. Ich hoffe, der kriegt den Baum noch kaputt. Nein. Unser Athlet, weißt du? So. Alter, du hast doch noch Ausdauer. Jetzt hör doch auf zu winseln. Na also. Nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon, das geht jetzt in den Ozean. Oh, lalala, oh, lalala, oh, lalala. Huiuiui. Ich kann natürlich hier trotzdem noch mit dem Leiter, ne? Kann ich gerade nicht, okay. Hilfe. Es wird gleich sehr gefährlich, die Hütte zu Ende zu bauen. Wir brauchen noch 3 Stück, das heißt, wir brauchen noch 2 Runden. Ich mach das mal, solange ich noch laufen kann. Habe ich mal den hinteren genommen. Ich
ich, mit ihm laufen wird jetzt schwierig, oder? So, jetzt haben wir noch einen Baumstamm, den haben wir da zufällig gerade rumliegen, das ist ja praktisch, laufen können wir jetzt nämlich nicht mehr. Den holen wir uns jetzt ganz bequem und dann gehen wir erstmal pennen. Wir sind ja nicht hungrig, sondern wir sind nur müde, das heißt, das kriegen wir noch hin einigermaßen. Stickies haben wir voll. Eingeborene sehe ich gerade gar keine, ich höre auch keine mehr, na Gott sei Dank, na super. Puh. So, so, fertig. Ich würde sagen, erstmal speichere ich. Ich sollte vielleicht am nächsten Tag speichern, nach dem Schlafen. So, und jetzt ein Mützchen voll Schlaf. Ah, ja, gute Nacht. Ja, das tut ja gut. Da sind wir schon wieder am folgenden Ende. Das geht immer so schnell. Die Hütte ist echt mega bequem. Wow. Also ich muss sagen, die großen Häuser sind echt teuer mit 90. Mit 90 Baumdingern sind die großen Häuser echt über alle Maßen teuer. Ich wünschte... Ja, eigentlich wünschte ich, wir hätten da selber was hingebaut. Wir können ja auch selber was machen mit Fenstern und sowas, aber wir kriegen kein so formschönes Dach hin, glaube ich. Und ja, ich will die Hütte auf jeden Fall noch fertig bauen und dann hätte ich gerne noch einen kleinen Schutzwall. Aber ich will ja auch unbedingt im Wald diese Hütten in den Bäumen bauen. Das will ich ja unbedingt ausprobieren. Das ist ja das, wie ich jetzt eigentlich weitermachen wollte. Aber wir brauchen natürlich trotzdem einen sicheren Unterschlupf. Und wenn der dann zufällig noch gut aussieht, dann tut das auch keinem weh. Aber wenn der 90 Baumstämme kostet, boah, da weiß ich schon genau, was wir nächste Folge machen werden. Ja, tut mir leid, wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich kann nichts dafür. Die Marktpreise wurden angezogen. Ich bin nur ein Opfer der Gesellschaft. Es tut mir leid. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön und ciao. Mit Freunden.